Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Im letzten Part haben wir den allerletzten Auftrag abgeschlossen, nämlich den mit der Power Rock Bande. Und wie bereits angekündigt, will ich heute zum einen unser Verzeichnis füllen und zum anderen das Bonus-Pokémon fangen, das man freischaltet, sobald man das eben geschafft hat. Wir haben ja schon festgestellt, uns fehlen noch 14 Pokémon. Ein paar davon sind einfach, ja, wie soll ich sagen, Pokémon, an denen ich vielleicht einfach vorbeigelaufen bin oder wo ich gerade die passende Fähigkeit nicht hatte, um die zu bekommen. Ein paar andere sind ein bisschen ausgefallener. Und wir starten hier beim Kap Dorn, denn mir fehlt tatsächlich noch ein Mirapla im Verzeichnis, einfach weil ich wahrscheinlich damals kein Brand dabei hatte. Was ich eben dafür brauche. Ihr seht auch, ich habe so ein paar Feuer-Pokémon dabei, denn die Brandfähigkeit werden wir heute ein bisschen öfters brauchen und dementsprechend habe ich mich da schon mal so ein bisschen vorbereitet. Wie gesagt, es sind so ein paar Pokémon, wo man sich denkt, wieso hast du die nicht im Verzeichnis? Aber wie gesagt, wenn ich gerade nicht die passende Fähigkeit dazu hatte. Das Ziel Wandelkraut war in Wirklichkeit ein wildes Mirapla. Dann ist das halt so. Aber ich kann euch sagen, es sind nicht nur solche Pokémon, es sind auch wirklich ein paar sehr außergewöhnliche dabei. Das auf jeden Fall. So. Nummer 1. Erfolgreich eingefangen. Nummer 2 dürfte sich auch hier beim Kap Dorn befinden. Und zwar ist das Shellast, was mir auch noch im Verzeichnis fehlt. Ich muss mich da nur kurz umschauen, wo wir das denn antreffen. Du bist ein Bisasam, Bidiza, Pilippa, Bisaknosp. Das müsste aber eigentlich hier noch irgendwo rumlaufen. Hatte ich zumindest gedacht. Vielleicht hat es sich auch versteckt im Gebüsch. Das kann auch sein. Können wir mal gleich so ein bisschen rumbrüllen. Also prinzipiell werde ich bei den anderen Pokémon auch die Laufwege schneiden, weil das ist teilweise doch ziemlich weit, wenn ich fast bis auf dem Gipfel von Monte Sorbeto oder so muss. Mal gucken. Aber da ich jetzt hier gerade unterwegs bin, habe ich mir gedacht, das kann man auch onscreen machen. Aber irgendwie. Huch, ich bin genau vor dem Trassler zum Stehen gekommen. Irgendwie möchte ich gerade in dieses Sonnenkern reinspringen, offensichtlich. Nein, irgendwie hat das Shellast gerade keine Lust, sich zu zeigen, habe ich so das Gefühl. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass es hier irgendwo ist. Oder es müsste zumindest rein theoretisch hier irgendwo sein. Weil das hier gehört ja schon mal nicht mehr zum Kap Dorn. Mysteriös. Ah, ich habe Shellast gefunden. Also meine Taktik mit dem Brüller war schon eigentlich ganz gut. Ich habe es nur nicht an der richtigen Stelle gemacht. Das ist immer so mies. Das sind so Pokémon, wenn man nicht weiß, wo die sich aufhalten, dann suchst du dich da auch dumm und dämlich, weil du kannst dich ja schlecht an jede Ecke stellen und Brüller einsetzen. So, aber nein, ich möchte dich nicht mitnehmen. Ich wollte dich nur fürs Verzeichnis haben. Gut, das war Nummer 2. Pokémon Nummer 3 haben wir sogar schon mehrfach gesehen. Und zwar ist das so ein Flora. Allerdings habe ich nie die passende Fähigkeit dafür dabei gehabt. Dementsprechend holen wir auch diesen Fang jetzt erstmal nach. Also ich bin schon ganz froh, dass ich die Laufwege immer rausschneide, weil das würde Ewigkeiten dauern. Ich muss echt in die hintersten Ecken jeder Region. Das ist, glaube ich, dann auch nicht so spannend für euch. Ich meine, ich habe bislang, glaube ich, gar keine Laufwege rausgeschnitten in den anderen Sachen. Das heißt, da habt ihr halt immer alles so mitbekommen. Ich denke, gerade jetzt bietet es sich einfach an, das so ein bisschen zusammenzuschnibbeln für euch. Und damit haben wir auch Sonflora. So. Um Zwirfinst hier in den Zwirrwäldern erscheinen zu lassen, muss man alle Zwirrklub fangen, die hier rumlaufen, was gar nicht so einfach ist, weil ihr wisst ja, wenn man davon erwischt wird, dann landet man wieder am Eingang. Und es ist ziemlich nervig, dass man die wirklich alle fangen muss. Ja. Hör auf damit. Nicht nett.
So. Da muss dann auch erstmal drauf kommen, dass man die alle einmal einfangen muss. Das ist wohl auch so, was man eher durch Zufall erfährt. Aber gut, wir haben es. Das ist die Hauptsache. Ich möchte dich auch ganz gerne mitnehmen. Ihr seht, ich habe da schon so ein paar Zwirklob gerade dabei. Einfach, weil man die, wie gesagt, alle fangen muss. Ist aber eigentlich ein ganz interessantes, ja, Rätsel, in Anführungszeichen, dass du die alle fangen musst. Aber wenn man es nicht weiß, sucht man sich da vielleicht auch dumm und dämlich. Hallo, Wonaira. Tschüss, Wonaira. Pokémon Nummer 5 auf unserer Liste ist eigentlich wieder so ein typischer Fall von, das hätte ich schon längst haben können, ist auch nicht sonderlich spektakulär, aber irgendwie habe ich es doch nicht. Und zwar schütteln wir mal an diesem Baum hier. Da haben wir auch damals schon das eine Pichu vom Baum geholt. Und in diesem Fall holen wir uns da Cramorks. Das fehlt uns nämlich auch noch. Das sind so Pokémon, die sind eigentlich sehr basic, finde ich persönlich. Es sind so Pokémon, die hat man eigentlich einfach im Verzeichnis, weil die einem schon irgendwann vor die Füße gelaufen sind, aber ich schüttel ja auch nicht jeden Baum. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Aber gut. Hätten wir schon mal das, dann machen wir weiter. Für unsere nächsten Kandidaten gehe ich sogar extra baden, und zwar in der östlichen See. Denn uns fehlt noch ein Baldorfisch tatsächlich im Verzeichnis. Ich habe mich von denen ja bislang immer nur piekseln lassen und mehr nicht. In diesem Fall würde ich aber gerne eins fangen. Da habe ich irgendwie überhaupt nicht dran gedacht, dass man die auch fangen kann. Ich habe mich einfach nur an denen vorbeigeschlichen. Ach, du bist sogar wütend. Ja, dann. So, hätten wir das auch. Es ist schon spannend, wo wir überall Pokémon übersehen haben. In Bäumen und ganz normal auf irgendwelchen Routen und unter Wasser und irgendwie überall. Wird allerdings nicht das letzte Mal sein, dass wir heute baden gehen. So viel kann ich euch sagen. So, aber ich bin schon mal froh, dass wir Baldorfisch jetzt im Verzeichnis haben. Hui, Strömung! Die nächsten beiden Pokémon, die uns noch fehlen, finden sich hier auf dem Monte Sorbeto, unter anderem Rex Blizzard, was ich gerade aus seinem Schlaf geholt habe mit einem wunderbaren Flammenwurf. Also jetzt kommen schon so ein paar Pokémon, die ein bisschen ausgefallener sind, finde ich persönlich. Vor allen Dingen das nächste, was man hier findet. Das ist vor allen Dingen ziemlich schwer zu erreichen. Also es gibt schon so ein paar Pokémon, die sind echt etwas mies versteckt. So, neuer Eintrag im Verzeichnis. Wunderbar. So, das zweite Pokémon hier beim Monte Sorbeto, was wir jetzt noch fangen möchten und was uns für unser Verzeichnis fehlt, ist Brutalander. Und ich muss sagen, Brutalander ist so eins der Pokémon, was man nicht so leicht erreichen kann. Zum einen, weil man fast den ganzen Berg hinter sich lassen muss, was halt schon eine ganze Weile dauert. Zum anderen, weil man dafür gleich hier runterfallen muss, drei Pokestärken braucht. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Ihr seht diesen riesigen Eisklotz, der ist uns, glaube ich, beim ersten Hochlaufen auch aufgefallen. Und dafür brauchen wir dreimal Brand 3. Und das Schlimme ist einfach, aktuell gibt es für uns halt, glaube ich, auch nur drei Pokémon mit dieser Fähigkeit, nämlich die beiden Magbrand vom Fayadera-Vulkan und das Kamerupp vom Fayadera-Vulkan. Es gibt noch ein Panferno hier am Monte Sorbeto, da kommen wir aber aktuell nicht dran. Das ist nämlich hinter so einer Steintafel, die wir auch schon gesehen haben. Deswegen, das sind die einzigen drei Pokémon, die wir dafür benutzen können. Und das Schlimme ist einfach, ich habe ja vor dem Part schon die drei gefangen, dass ich die auf jeden Fall habe. Dass ich die nicht noch im Part oder so fangen muss. Die Sache ist nur die, es gibt hier Rex Blizzard und Brutalander. Und für Rex Blizzard brauchen wir einmal Brand 3 und für Brutalander brauchen wir dreimal Brand 3. Wir haben allerdings nur drei Pokémon mit dieser Fähigkeit in Oblivia. Dementsprechend bin ich jetzt den Berg hochgelaufen, habe Rex Blizzard gefangen, bin den ganzen Berg wieder runtergelaufen, weil ich ja vom Berg aus nicht fliegen kann. Bin zum Fayadera-Vulkan geflogen, habe mir Kamerupp wieder gefangen, bin wieder hier hingeflogen, bin mir den ganzen Berg hochgelaufen. Und ja, deswegen habe ich auch geschnitten, obwohl die beiden Pokémon eigentlich dicht zusammen sind, weil da steckt doch einiges mehr Aufwand hinter, als ihr euch vielleicht denkt. Aber gut, Brutalander. Dich hätte ich gerne. Ich weiß, dass Brutalander in Ranger 2 auch echt blöd versteckt gewesen ist. Oder schwer zu erreichen war. Das ist wohl so das Pokémon, was sie gerne gut verstecken.
Aber gut, wir haben's. Das ist die Hauptsache. Brand 4, ja. Gut, ich hätte auch erst Brutalander fangen können und dann zurückgehen zu Rex Blizzard, aber das habe ich nicht gewusst, dass es diese Fähigkeit hat. Aber gut, wir haben's ja. Alles gut. So, natürlich müssen wir auch unsere heißgeliebten Silberfälle und Oblivia-Ruinen nochmal besuchen. Wie sollte es auch anders sein? Ich bin jetzt im Menü, weil ich glaube ich, sobald ich hier rausgehe, von den Pokémon direkt angesprungen werde. Und zwar zum einen haben wir hier Turtok, was uns noch fehlt, und Loturzel. Loturzel haben wir hier schon zwischenzeitlich gesehen. Längst habe ich die passende Fähigkeit dafür nicht dabei gehabt. Und Turtok taucht hier erst nach Abschluss der Hauptgeschichte auf. Dafür habe ich auch das Luxio dabei. Dafür brauchen wir das Loturzel, wie ihr seht, einmal überladen 2. Klar, dass ich es damals nicht gefangen habe. Ich habe selten Pokémon mit überladen dabei. Und wie gesagt, Turtok taucht halt erst später auf. Die sind Gott sei Dank nicht so schwer versteckt hier auf diesem kleinen Inselchen, sag ich mal. Aber ich musste halt wieder an meinen geliebten Kanivana vorbei. Das ist immer sehr schön. Ich wusste doch, dass wir hier nochmal hinkommen. Es musste einfach sein. Wir müssen auch in die Oblivia-Ruinen rein. An den Lippumentas vorbei. Ihr habt ja wohl nicht geglaubt, dass wir die los sind. Ich bitte euch. Aber da haben wir zumindest schon mal 2 auf einen Streich. Huch, das kam schnell. Ich meine, Glurak hatten wir ja schon in der Luft gefangen. Bisaflor hatten wir auf dieser hübschen Blumenwiese gefangen. Und dementsprechend jetzt auch Turtok. So, dann habe ich jetzt mal ein bisschen Spaß mit den Lippumentas, ne? Ich freue mich. So, tief in den Oblivia-Ruinen finden wir Gengar. Dafür musste ich auch wieder ziemlich weit laufen, weil solche Pokémon sind ja grundsätzlich immer ganz am Ende. Ihr habt ja wohl nichts anderes erwartet. Kann das mal bitte weggehen? Danke. Ich meine, ich finde es sehr gut, dass die Pokémon so gut versteckt sind und man da auch ein ganzes Stück für laufen muss, dann ist der Anreiz natürlich auch größer, sich nochmal gründlich umzusehen und so weiter. Aber wenn man wirklich gezielt auf der Suche nach diesen Pokémon ist, kann das wirklich sehr anstrengend sein. Wie in meinem Fall. Also ihr müsst wissen, diese Aufnahme hier, die läuft jetzt schon ungefähr 40 Minuten. Weil die Laufwege einfach so extrem lang sind, aber was tut man nicht alles für die 100%? Nicht wahr? So, das drittletzte Pokémon, was uns noch fehlt, befindet sich gut versteckt hier beim alten Aquädukt. Das ist nämlich dieses Schlurpleck dort drüben. Hätte man drauf kommen können, dass in dieser kleinen Ecke hier vielleicht was ist, aber ob ich hier jemals nachgeguckt habe, kann ich euch auch nicht sagen. So, hätten wir das auch. 2 noch. Das eine befindet sich wieder unter Wasser. Mal gucken, wie gut ich das finden werde. Und das andere könnt ihr euch eventuell denken. Da wurde ja auch schon drüber gesprochen. Hier unten gibt es nämlich noch ein wunderbares kleines Pokémon, nämlich das da unten. Habe ich jetzt beide erwischt? Ich habe Alabis erwischt. Dich wollte ich gar nicht erwischen. Wir können hier nämlich noch, nach Abschluss der Hauptgeschichte, Fione fangen. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich mag das Pokémon sehr gerne. Und es ist irgendwie überraschend, dass man es hier einfach unten antrifft. Finde ich persönlich, aber ziemlich cool. Ein total süßes Pokémon. Und ich finde, es passt irgendwie auch ganz gut hierhin. Gut, der 9. Pokémon-Kinofilm ist dann mit Manaphy, aber Fione und Manaphy gehören ja so ein bisschen zusammen. Und Tempel des Meeres, Unterseeruine. Also doch, ich finde, das passt eigentlich ganz gut zusammen. So, dich will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde dich wahrscheinlich nie wiedersehen, weil ich vermutlich so schnell nicht mehr unter Wasser unterwegs sein werde. Aber dennoch. Haben wir ein süßes kleines Fione. Finde ich total toll, dass man das hier fangen kann. So, und das letzte Pokémon, was uns im Verzeichnis noch fehlt, das können wir uns jetzt gemeinsam holen. Ich kann es auch noch mal zeigen. Ihr seht, 299 mittlerweile. Es wird. Achso, hier kann ich noch nicht fliegen. So. Ich habe jetzt so viel geschnitten. Jetzt gucke ich mal, dass ich den Rest vielleicht an einem Stück durchziehen kann. Und zwar das letzte Pokémon, was uns noch fehlt, ist das Gegenstück zu dem, auf dem wir gerade unterwegs sind. So, uns wurde ja schon gesagt, dass Latios
zur Isla Tikkulela zurückgekehrt ist. Und ich wollte mir das einfach bis zum Schluss aufheben, einfach weil. Willkommen, Svenja. Dann rufe doch zuallererst bitte einmal Latias herbei. Nun, Latias, dann ruf bitte einmal Latios. Svenja, versuche als nächstes es zu fangen. Ach ja, ist das nicht schön? Latios ist erschienen. Hui! Ich finde es sehr interessant, dass es auch ein Luftfang ist. Aber gut, dann wollen wir doch mal. Bosskampf gegen Latios. Ja, deswegen wollte ich es ganz gerne zum Schluss machen. Einfach weil Latios cool ist und weil es ein Bosskampf ist. Ansonsten habe ich es mir halt einfach so geordnet, wie es mir am besten passt, aber in dem Fall, das musste einfach zum Schluss sein. Aber ich finde es total toll, dass wir beide fangen können. Huch. Ach ja, das ist die gleiche Attacke, die Latias auch gemacht hat, um mich zu ärgern. Ich würde es gerne mit Poweraufladung fangen. Ich wollte es mit Poweraufladung fangen. So. Um so ein bisschen beim Rang hinterher das auszugleichen, dass ich Schaden genommen habe. Joi. Kein schwerer Bosskampf, aber ich finde es cool, dass es einer ist. Das war ein erstklassiger Fangversuch. Man spürt gleich, dass das Pokémon seine Gefühle vor dir nicht verbirgt. Du hast wahrlich unglaubliche Fortschritte gemacht. Nun denn, Svenja, ich sehne schon voller Ungeduld den Tag herbei, an dem wir uns wiedersehen werden. Werden wir garantiert. So. Dann sind wir fertig. Huch, da wollte ich gar nicht draufklicken. 300 Pokémon im Verzeichnis, die ich jetzt alle mit Mühe und Not nachgeholt habe. Das war teilweise echt sehr aufwendig. Und da das nun geschehen ist, können wir ein bestimmtes Bonus-Pokémon aufsuchen. Da freue ich mich drauf. Das habe ich nämlich bei meinem allerersten Playthrough, da habe ich ja 100% gemacht, da habe ich das gefangen, aber seitdem nie wieder. Und deswegen freue ich mich da total drauf. Ich glaube, ich habe auch eigentlich ein paar gute Pokémon dabei, die ich jetzt mittlerweile gesammelt habe. Oh bitte, wir flehen euch an. Habt ein Herz und helft uns. Uns ist klar, dass es sich ziemlich daneben anhören muss, wenn wir euch nach all dem, was wir angerichtet haben, plötzlich um Hilfe bitten. Aber bitte habt Gnade mit uns. Was in der Vergangenheit war, ist jetzt nicht mehr wichtig. Alles, worauf im Moment ankommt, ist, dass wir irgendwie das Leben eurer Chefin Azurauge retten. So ist es. Wir werden uns schon um die Sache kümmern. Vielen Dank. Also Taluga, zögern wir nicht lange und retten Azurau. Nanu? Oh, wenn das mal nicht Svenja ist. Ich komme genau richtig, nehme ich an. Ach du Schreck. Bitte vergib uns. Sie wären ihre alten Angewohnheiten anscheinend einfach nicht los. Sobald sie einen Ranger sehen, rutscht ihnen immer noch das Herz in die Hose und sie suchen das weiter. Dabei führt ihr doch gar nichts Böses mehr im Schilde, wofür ihr ein schlechtes Gewissen haben müsstet, oder? Jetzt wo du es sagst, ja. Heute früh sind wir zusammen mit einigen ehemaligen Pokénappern-Kollegen zum Grund der Unterseehöhle getaucht, um dort einen Schatz zu... Einen Schatz? Sie meinte natürlich unsere schnuckeligen kleinen Schätzchen, die Pokémon. Ja genau, das habe ich gemeint. Wir wollten dort unten unsere schnuckeligen kleinen Schätzchen, die Pokémon, beobachten. Ah, ist ja sehr interessant. Ihr wolltet also Pokémon beobachten? Genau, das ist nämlich unser neues Hobby. Tja, und weil wir so sehr in unsere Beobachtungsarbeiten vertieft waren, mussten wir irgendwann mit Schrecken feststellen, dass plötzlich von unserer Chefin weit und breit jede Spur fehlte.
Wir haben mehrere Suchtrupps gebildet und so gelang es uns schließlich, sie wiederzufinden, doch sie klemmte tief am Grund der Höhle unter einem Felsen fest und konnte sich nicht vom Fleck bewegen. Wir haben versucht, sie da rauszuholen, aber die Strömung war zu stark. Und deshalb brauchen wir auch jemanden mit deinen Fähigkeiten, Ranger. Du bist einfach jünger als wir und hast höhere Aussichten auf Erfolg. Bitte, könntest du nicht versuchen, unsere Chefin zu retten? Ach, und ich bin euch plötzlich nicht mehr gut genug, was? Unverschämtheit. Oh, Entschuldigung. Taluga, ich finde, wir sollten diese Sache Svenja überlassen. Na gut. Unsere Chefin zu retten ist aber einfacher gesagt als getan. Der Felsbrocken ist sehr schwer und die Strömung unglaublich stark. Alleine haben wir da einfach nichts ausrichten können. Und zu einem Überfluss ist der Sauerstoffvorrat unserer Chefin auch bereits auf weniger als die Hälfte geschrumpft. Sag es doch gefälligst gleich. Schluss mit diesem ganzen Gerede, uns bleibt keine Zeit. Svenja, mach dich umgehend auf den Weg und rette Azurauge. Aus der Luft ist der Ort der Rettungsaktion nur schwer zu bestimmen. Nimm die MS Ranger, sie liegt in Via Diagonal vor Anker. Beeilung, Beeilung. Mission, rette Azurauge. Ich finde das so cool, dass wir für das volle Verzeichnis nochmal eine Mission bekommen. Oh, und Taluga, ich gehe mal davon aus, dass du weißt, was du zu tun hast. Ja, Professor Hastings. Wir machen uns schon mal auf den Weg nach Villa Diagonal. Wir kommen mit auf die MS Ranger und zeigen euch den Weg. Das wird nicht nötig sein. In der Nähe der Unterseehöhle gibt es nicht so viele Orte, wo es für Menschen möglich ist, in die Tiefe abzutauchen. Hui! Ich hätte da eine viel bessere Idee, was ihr zwei tun könntet. Wie wäre es, wenn wir uns mal zu einem kleinen Plausch zusammensetzen? Oh hey, lass meine Hand los! Geh nicht zu grob mit mir um, ich bin schließlich eine Dame. Ja. Achso, ich muss da jetzt auch noch eben hin. Na gut. Ich finde das, wie gesagt, total genial, dass wir jetzt, obwohl wir eigentlich so viel Optionales gemacht haben, noch eine Mission bekommen. Und was ich vor allen Dingen schön finde, dass Zinnoberauge ja nochmal aufgetaucht ist. Quasi in der Mission mit Arctos, Zapdos, Lavados. Und auch in dem einen Auftrag nochmal, dass wir da noch ein paar Hintergrundinfos über ihn bekommen haben und über seine Charakterentwicklung. Und umso schöner finde ich es, dass Azurauge auch nochmal einen Auftrag bzw. eine Mission bekommt. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich denke, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, das Verzeichnis zu vervollständigen. So, dann wollen wir doch mal. Mir fällt gerade ein, wenn der Fang unter Wasser ist, dann nützen mir meine ganzen Pokémon, die ich gerade dabei habe, sowieso nichts. Aber gut, was man hat, das hat man. Ich habe auf dich gewartet. Professor Hastings hat mich über alles informiert. Es ist alles bereit. Wir können jederzeit ablegen. Bist du bereit, zur Unterseehöhle aufzubrechen? Ja. Nächster Halt, das Meer über der Unterseehöhle. Und los geht's. Ich freue mich. Das ist quasi der letzte Schritt für unsere 100%. Abgesehen von der Vergangenheit und den Wi-Fi-Episoden, aber jetzt nur auf die Gegenwart bezogen. Die Unterseehöhle befindet sich genau hier. Pichu! Pichu, du bleibst hier bei mir. Pichu! Wir kriegen das schon hin. In der Unterseehöhle wurde Metall geortet. Es handelt sich dabei mit einiger Wahrscheinlichkeit um die Donnergletter der Pokénapper. Auch an den Stellen, die zuvor unzugänglich waren, konnten Signale ausgemacht werden. Die Strömung des Wassers ist ungleichmäßig. Sie ist offenbar nicht natürlichem Ursprungs. Okay. Ich finde das sehr praktisch, dass wir hier automatisch abgesetzt werden und nicht wieder dahin müssen. Weil in der Unterseehöhle waren wir ja. Das ist ja quasi der Bereich hier beim alten Aquädukt. Und ich finde es ganz nett, dass wir hier jetzt automatisch hingebracht werden. So, hier ging es nicht weiter. Ich muss mich jetzt erstmal wieder so ein kleines bisschen orientieren bei dieser Mission. Ich bin in das nächste Tentacher reingeschwommen. Gut. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich jetzt bin, das Verzeichnis gefüllt zu haben. Besonders, ich glaube, am schlimmsten fand ich das beim Monte Sorbeto, weil ich da so oft hoch musste. Ist aber ein doch sehr schönes Gefühl, das jetzt fertig zu haben. So, wo musste ich jetzt lang? Ach, unten glaube ich nicht. Ich meine hier lang, oder? Ah,
Was treiben eigentlich die beiden, die vorhatten, die Ranger um Hilfe zu bitten? Das ist doch ohnehin vergebene Mühe. Sie glauben doch hoffentlich nicht im Ernst, dass sie uns helfen werden. Huch, ein Pokémon-Ranger. Heißt das etwa, bist du gekommen, um unsere Chefin zu retten? Vielen Dank. Die Chefin befindet sich ganz tief im Inneren dieser Unterseehöhle. Bitte rette sie, ich flehe dich an. Ich gebe mir alle Mühe. Keine Sorge. Ach ja, die Stelle. Ach, jetzt haben wir hier zusätzlich noch nette Strömungen eingebaut. Wie nett, dass ich hier einfach nur geradeaus durchgeschwommen bin und tatsächlich durchgekommen bin. Ich will mich nicht beschweren. Nein, Lanturn! Nein! Ich wollte mich so nett an dir vorbeiquetschen. Aber gut, dann kommst du jetzt halt mit. Ich glaube, ein paar Pokémon zum Aufladen sind mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich glaube, man kann sich eventuell denken, welches Pokémon da unten auf uns wartet. Einfach weil Unterseehöhle. Und weil wir quasi das Gegenstück zu diesem Pokémon bereits hatten im Laufe der Hauptgeschichte. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Und erschreckenderweise kommt dieses Pokémon tatsächlich im Intro vom Spiel auch vor. Ein Ranger? Was willst du hier? Suchst du vielleicht Streit? Den kannst du haben. Ich suche keinen Streit. Nee, so zu dem Thema, sobald die Mission hier fertig ist, könnt ihr ja gerne nochmal, ich mag das jetzt nicht wieder extra einblenden, euch das Intro vom Spiel angucken. Selber oder einfach nochmal in den ersten Part reinschauen. Und wenn ihr da mal bei der Unterwasserszene, also da, wo die Kamera so nach oben schwenkt, meine Güte, könnt ihr mal endlich nachgeben? Danke. Wenn ihr da mal drauf achtet, auf den Hintergrund, in dem Moment, wo die Kamera so vom Meeresgrund nach oben scrollt, könnt ihr im Hintergrund dieses Pokémon erkennen. Das habe ich so oft einfach nicht gesehen und habe mich dann irgendwann fürchterlich erschrocken, als ich es bemerkt habe. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich einen Kampf verloren habe. Was? Was sagst du da? Du bist nicht gekommen, um uns fertig zu machen, sondern um unsere Chefin zu retten? Sowas aber auch. Da habe ich wohl etwas zu schnell geurteilt. Unsere Chefin befindet sich noch viel tiefer am Grund dieser Höhle. Aber wir haben ein Problem. Dort treibt nämlich ein fürchterlich starkes Pokémon sein Unwesen und ich gelange nicht einmal in die Nähe von Azurauge. Da, das war der Schrei des Pokémon, von dem ich sprach. Ja, ne? Dann wollen wir doch mal gucken. Will ich nach oben oder will ich nach unten? Ich glaube, oben komme ich nur zurück. Oder auch nicht. Gefahr, Gefahr. Registriere unnatürliche Bewegung in der Strömung des Wassers. Ja, da hat man es auch gerade schön gesehen. Das gerade gesehene Pokémon ist außergewöhnlich aufgebracht. Muss ich jetzt hier runter? Ich denke schon. Da bin ich diesem Ungetüm mit Mühe und Not entkommen und dann laufe ich direkt einem Pokémon-Ranger in die Arme. Ich sehe der Gefahr nie ins Auge, immer nehme ich sofort reißaus. Aber es bleibt mir auch anderes übrig. Rette sich, wer kann! Oh nein! Nee. Da habe ich jetzt irgendwie wenig Lust drauf. Aber gut. Ich kann euch noch nicht sagen, ob ich den Bildschirm drehen werde, weil ich neuerdings alles auf einmal aufnehme. Heißt, ich nehme es quasi schon mit Rahmen und so weiter auf. Mal gucken. Das ist gar nicht so einfach. Autsch. Ah, dieser blöde Laser. Es ist auch nett, vor so einem Pokémon dann nochmal so eine Passage zu machen. Oh Mann, du hast mich erwischt. Aber du musst mir glauben. Ich habe schon längst damit aufgehört, Pokémon das Leben schwer zu machen. Was sagst du da? Du warst eigentlich gar nicht hinter mir her. Du willst unsere Chefin retten?
Ach, so ist das. Bitte, du musst dich beeilen. Unsere Chefin steckt in großen Schwierigkeiten. Der Sauerstoff in ihrer Flasche ist schon fast aufgebraucht. Ich bitte dich, Ranger. Bitte rette unsere Chefin. Du musst irgendwas unternehmen. Werde ich tun, keine Sorge. Hier sind noch so viele Pokémon zum Aufladen. Das ist schon verdächtig. Ich habe den Kampf gar nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie schwer der war. Aber wenn hier so viele Pokémon sind, dann war der bestimmt verdammt schwer. Also ich denke da an den Kampf gegen das Pokémon aus Ranger 2, was man bekommen hat, wenn das Verzeichnis voll war. Los, bleib stehen. Alabis, bitte. Ui. Zack. Der war übel. Das war das einzige Mal in meinem Ranger 2 Let's Play, wo ich so kurz vorm Game Over war. Und hier habe ich halt keine vernünftigen Pokestärken, deswegen habe ich da schon ein bisschen Angst. Gegen die Strömung. Ich krieg kaum noch Luft. Das war's dann wohl. Ade, du schnöde Welt. Das ist bestimmt die Quittung für all meine schlimmen Taten. Nun erstickt mein letztes Fünklein Hoffnung wohl noch vor mir. Und jetzt habe ich auch noch Wahnvorstellungen, ein Ranger. Gleich werden sich meine Azuraugen für immer schließen. Nanu, also für eine Wahnvorstellung kann ich dich aber ziemlich deutlich erkennen. Es ist möglich, Sauerstoff in der Flasche in die des Gegenübers zu füllen. Hey, lass das, du dämliches Trugbild. Nein, hör auf. Ich bekomme keine Luft. Nanu, ich krieg wieder Luft. Bist das etwa wirklich du, Svenja, und kein Trugbild? Bist du etwa gekommen, um mich zu retten? Was sagst du da? Meine Leute haben dich um Hilfe gebeten. Das macht alles Sinn. Danke, dass du den Felsen beiseite geschafft hast. Jetzt, da ich wieder Sauerstoff habe, ist alles in Butter. Hier, sieh dir das mal an. Ich habe hier diesen Schatz entdeckt. Ich war so gierig darauf, ihn in meinen Besitz zu bringen, dass ich schließlich in diese missliche Lage geraten bin. Obwohl ich so eigensüchtig handelte, bemühten sich meine Untergebenen mit aller Kraft darum, mich zu retten. Und nicht nur das, sie schluckten ihren Stolz hinunter und baten sogar euch Ranger unterwürfig um Hilfe. Ich will damit nur auf eins hinaus. Mein Untergebenen trifft in dieser Angelegenheit keine Schuld. Allein mir will es einfach nicht gelingen, ein anständiges Leben zu führen. Ja, nur mir, Azurauge, will es einfach nicht gelingen. Der Sauerstoffvorrat in dieser Flasche neigt sich dem Ende zu. Es wird empfohlen, wieder an die Oberfläche aufzutauchen. Ich bin fertig mit meiner Geschichte. Lass uns an die Oberfläche zurückkehren. Ja, ne? Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Ich habe nur irgendwie das blöde Gefühl, dass mich nicht nur irgendwelche wildgewordenen Alabis anfallen werden, sondern noch irgendwas anderes. Geht doch. Das ist echt anstrengend, unter Wasser wütende Pokémon zu beruhigen, weil man ja einfach keine wirklich guten Pokestärken dafür hat. Aber gut, ich habe die Mission auch, wie gesagt, überhaupt nicht mehr im Kopf. Deswegen muss ich mal schauen, wie das jetzt so weitergeht. Ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Die Strömung hier kann doch auf keinen Fall natürlichem Ursprungs sein, oder? Was war das gerade? Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber offenbar ist es so wütend, dass es die Strömung durcheinander bringt. Seine Schreie sind leiser geworden, es scheint sich zu entfernen. Wir müssen diese Chance nutzen, um weiter voranzukommen. Okay. Ich könnte mich kurz mal heilen, das wäre vielleicht ganz gut, dann fühle ich mich vielleicht sicherer. Weil wie gesagt, in Ranger 2 war es auch so, wenn das Verzeichnis voll ist, dann kannst du noch ein spezielles Pokémon fangen. Und so böse. So böse.
Deswegen, ich weiß absolut nicht mehr, wie es hier war. So. Dann hier einmal hoch. Ah, wir sind wieder im Hellen. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass es sogar für dich zu schwer wäre, dieses Pokémon zu besänftigen. Ganz besonders hier im Meer. Durch die Strömung ist es möglich zu spüren, wenn sich das Pokémon nähert. Wenn wir uns nicht beeilen, geht uns beiden der Sauerstoff aus. Das wäre nicht so gut. Nio. Huch, hallo Mantax. Ja, erstmal nochmal in das Baldorfe schreien, wie sich das gehört. Und raus. Ich sehe schon das Licht an der Wasseroberfläche. Gleich haben wir es geschafft. Uiuiui, aber Gott sei Dank, kein Unterwasserfang. Das beruhigt mich schon mal ungemein. Das hatte ich nämlich nicht mehr so im Kopf. Es kommt. Klammert euch irgendwo fest, Leute. Hallo, Lugia. Es ist das legendäre Pokémon Lugia. So. Bosskampf gegen Lugia. Wir hatten ja schon Ho-Oh und dementsprechend haben wir hier jetzt das Gegenstück. Gucken wir doch mal. Ist ganz schön riesig. Laser, okay. Das ist halt ziemlich groß. Das ist so ein bisschen das Problem. Okay. Das ist ja gerade mal seine erste Phase. Dass die noch harmloser ist, ist ja klar. So. Gucken wir mal, was Pichu machen kann. Also bislang finde ich den Kampf noch ganz angenehm. Aber wie gesagt, die Pokémon ändern ja auch so ein bisschen ihr Muster. Ugh. Aber so wenig wie in der Leiste schon drin, noch drin ist, frage ich mich, ob der noch eine zweite Wutphase hat. Oh Gott, das ist... Komm zurück, Lugia. Ich glaube, das größte Problem hier ist einfach, ihn zu erwischen, habe ich so das Gefühl. Ich habe Schaden genommen. Was zur Hölle? Und ich nehme nicht gerade wenig Schaden, wenn ich das Ding da hinten erwische. Ah, verdammt. Okay, Gengar hat es noch erwischt. Lugia. Diese Attacke ist übel. Und die, die er gerade macht, auch. Kann ich irgendwie nicht so viel gegen machen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Vor allem fliegt er immer aus dem Bild, das ist voll nervig. Mhm. Aber Pichu kommt oft zur Hilfe, das sagt schon alles. Natürlich, genau wenn Pichu helfen will, fliegt dieses Ding ja durch die Gegend. Oha, ich hab Gengar gerade voll in den Tod geschickt. Naja, dass der Kampf schwierig wird, war ja klar. Alles andere hätte mich auch irgendwie überrascht. Ach, Lugia. Kannst du bitte einfach mal stillhalten? Das fände ich total nett irgendwie.
Und vor allen Dingen, kannst du dich bitte mal nicht immer in der hintersten Ecke verstecken? Das wäre auch supi. Weil du bist so groß, dass ich keine Kreise ziehen kann, wenn du dich in irgendwelchen Ecken verkriechst. Ich würde ihn gerne im Vorbeifliegen nochmal erwischen, dass sich die Leiste nicht so leert. Jetzt kommt wieder die Attacke. Ich kann mich auch irgendwie nicht sicher positionieren, während er das macht. Das ist so mein Problem, aber wir haben ihn. Ja, ne, wir haben 45 Schadenspunkte genommen. Ich habe wohl ein paar Mal in seine Attacken reingeklickt, aber gut. Aber gut, wir haben Lugia. Das war eine schwere Geburt. War aber leichter als in Ranger 2, das gewisse Pokémon. So, da haben wir auch noch ein wunderschönes Symbol. Zack, 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 zack. Ja, das ist wunderschön. Ihr kennt ja meine Symbole mittlerweile. Der Part ist auch verdammt lang. Ich weiß gar nicht, ob ich den in einem Stück hochladen werde oder teilen werde, aber mal gucken. So, du kannst nun auf der Meeresoberfläche über der Unterseehülle das Symbol von Lugia zeichnen und es so oft du willst erneut fangen. Gut. Ist mit Lugia wieder alles in Ordnung? Ist es nicht mehr aufgebracht? Ist es dir tatsächlich gelungen, Lugia zu besänftigen? Hut ab, Svenja. Mann, ihr Pokémon-Ranger habt's echt drauf. Die Chefin hat überlebt und wir auch. Und das haben wir nur diesem Ranger zu verdanken. Du bist ganz schön stark geworden. Wahrscheinlich hat Lugia nur versucht, diesen Schatz zu beschützen. Ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass es einen anderen Grund gibt. Auf alle Fälle waren wir schuld daran, dass es zu all dem gekommen ist. Chefin, es tut uns wirklich leid. Chefin, es tut uns schrecklich leid. Wofür entschuldigt ihr euch denn jetzt plötzlich? Nun hört schon auf damit, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Moritz, alle sind sehr erschöpft, also laufe bitte schnell in irgendeinen Hafen an. Geht klar, wird erledigt. Volle Fahrt voraus nach Villa Diagonal. Ich allein bin also verantwortlich für alles, was passiert ist. Meine Gier nach dem Schatz hatte mir meine Sinne vernebelt. Meine Untergebenen, die versuchten, mich zu retten, trifft keine Schuld. Chefin! Nur ich sollte bestraft werden. Bitte lasst meine Untergebenen gehen. Sie haben alle schon längst Reue gezeigt und ein neues Leben angefangen. Chefin? Also irgendwas ist an dieser Geschichte faul. Findest du nicht auch, Taluga? Ja, der Meinung bin ich auch. Von den beiden Pokénappern, die bei uns waren, um Hilfe zu holen, habe ich nämlich ganz was anderes gehört. Entschuldige, Chefin. Wir haben Taluga alles erzählt. Als seine Leute irgendwo erfuhren, dass es in der Unterseehöhle einen Schatz zu holen gibt, sind sie, ohne auch nur ein Wort an dich zu verlieren, zum Grund der Höhle hinabgetaucht, um ihn sich zu schnappen. Das ist nicht wahr! Doch, die Strömung da unten war zu stark für sie. Außerdem trieb da ein völlig unbekanntes Pokémon sein Unwesen. Kurz darauf wurde einer von deinen Leuten von der Strömung erwischt. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als mit dir Kontakt aufzunehmen. Du hast dich zwar darüber geärgert, dass sie völlig eigenhändig gehandelt hatten, aber du bist trotzdem zum Ort des Geschehens geeilt. Und du hast deine Untergebenen gerettet. Genau, das war ich. Doch dann erschien plötzlich Lugia. Du hast es deinen Untergebenen ermöglicht, sich in Sicherheit zu bringen, doch du selbst wurdest von einem herabstürzenden Felsen erwischt. Da hat jemand aber eine sehr blühende Fantasie. Chefin, du musst uns nicht länger decken. Chefin. Chefin! So war das also. Aber sag mal, Taluga, was musstest du tun, um ihnen das Geständnis zu entlocken? Hast du sie mit deinen Wrestling-Techniken bearbeitet? Ganz im Gegenteil, Taluga hat uns sehr freundlich behandelt. Wenn ihr nicht die Wahrheit sagt, wird eure Chefin decken und die gesamte Schuld auf sich nehmen, da bin ich mir sicher. Das war es, was Taluga sagte. Und genau das ist auch geschehen. Das hat mich echt überrascht. Taluga ist ein Mann, der die Gefühle anderer sehr gut versteht. Und gerade deshalb ist er bei den Menschen von Oblivia so beliebt. Die Arbeit eines Rangers besteht eben nicht nur darin, Pokémon zu fangen. Wasser Hastings. Dank Talugas Mitgefühl, dank Azurauges Führungsqualitäten und dank des mutigen Einsatzes von Svenja,
sind jetzt auf jeden Fall alle in Sicherheit. In diesem Sinne, Svenja, du weißt, was du jetzt zu tun hast. 1, 2, Mission geschafft. Yay! Ach schön, diese Charakterentwicklung von ihr zu sehen. Genau das wollten wir sehen. Aber besteht, solange wir den Schatz haben, nicht die Gefahr, dass Lugia kommt, um ihn sich zurückholen? Wie oft soll ich es denn noch sagen? Das hat damit rein gar nichts zu tun. Das ist der Regenbogenkelch. Von ihm wird bereits in einer alten oblivianischen Legende berichtet. Dann ist es also wirklich ein Schatz von unermessbarem Wert? Es ist eine Nachbildung von einem. Dieses Ding ist nämlich nur eine Fälschung. Eine Fälschung? Er ist ein wichtiges Utensil für das Regenbogenfest. Er besteht aus Pappmaché. Wäre Pappmaché unter Wasser nicht kaputt gegangen? Aus Pappmaché? Dem Aussehen nach zu urteilen, ist er bereits mehrere Jahrzehnte alt. Wahrscheinlich hat ihn vor vielen Jahren jemand ins Meer geworfen, weil er fehlerhaft war. Oder vielleicht ist er jemanden auch nur aus Versehen hinuntergefallen. Jetzt, wo er es sagt, ich habe in der Höhle auch eine Flasche, eine Dose und die Überreste eines Donnergleiters herumliegen sehen. Also ich habe mal versehentlich eine Flasche fallen lassen, als ich mit meinem Donnergleiter unterwegs war. Und ich in der Dose. Die starke Strömung hat wohl Abfall von überall her in diese Höhle gespült. Vielleicht war Lugia sauer auf die Menschen, die das Meer verschmutzen. Was am Ende der Grund, weshalb es so fürchterlich aufgebracht war? Das ist wohl die plausibelste Erklärung. Das hieße also, dass Lugia nicht etwa versucht hat, diesen Kelch aus Pappmaché zu beschützen, sondern das Meer an sich. Ich bereue, was ich getan habe. Ich auch. Manchmal können wir von den Pokémon wichtige Lektionen lernen. Das hier war wohl genau so ein Fall. Wo wir schon beim Thema bereuen sind. Redest du mit mir? Ich habe gehört, dass du im Meer Pokémon auf Svenja gehetzt hast. Heißt das, dass du noch immer Pokémon kontrollierst? Nein, ganz und gar nicht. Diese Seedraking. Sie haben mich in ihr Herz geschlossen und weichen nur nicht mehr von mir. Ja, das kann durchaus auch mal vorkommen. Dann sei bitte schön lieb zu ihnen. Hört mal alle her. Wie wäre es mit einer kleinen Kreuzfahrt zur Feier der Bergung des falschen Regenbogenkelchs? Wir könnten alle zusammen von der MS Ranger aus beobachten, wie die Sonne über Oblivia untergeht. Oh, die Idee gefällt mir. Und ihr habt nichts dagegen, dass wir dabei sind? Natürlich könnt ihr mit uns. Was sollten wir auch schon dagegen einzuwenden haben? Ihr war schließlich diejenigen, denen es gelungen ist, die Fälschung zu bergen. So, und jetzt Bewegung, alle an Deck. Was ist denn los, Svenja? Komm schon, komm schon! Ja, immer mit der Ruhe. Und bevor ich es vergesse, natürlich werden wir auch Julian, der gerade irgendwo auf Patrouille ist, und alle anderen, die uns unterstützt haben, auf die MS Ranger einladen. Ich habe noch schnell was zu erledigen. Geht schon mal auf die MS Ranger und wartet dort auf mich. Gut, dann wollen wir mal tun, was er sagt, Taluga. Ja. Wow, was für eine Aussicht. Buka, das Schiff, was du gebaut hast, ist wirklich eine Wucht. Es hält selbst den stärksten Stürmen stand. Ach ja, Meister. Vielleicht werde ich ja auch irgendwann... Ach, was sage ich? Irgendwann werde ich ganz sicher auch mein Schiff bauen, das von so vielen Leuten geliebt wird. Aber ich kann es immer noch nicht fassen, Svenja. Während ich auf Patrouille war, hast du doch tatsächlich Lugia gesehen. Ich bin zwar keine Pokémon-Forscherin, aber ich würde trotzdem nur zu gern mal sehen, wie Lugia, der Schutzpatron der Meere, aussieht. Dürfte ich mir vielleicht mal kurz deinen Funcom ausleihen? Svenja, ich glaube, mit deinem Funcom stimmt etwas nicht. Ist der kaputt? Soll ich ihn reparieren? Vielleicht ist er beim Kampf mit Lugia ja die Schaltung kaputt gegangen. Lass mich mal sehen. Svenja, was zum... Wie in aller Welt hast du denn das angestellt? Oh je, jetzt hast du den Professor wütend gemacht. Professor Hastings, beruhigen Sie sich, denken Sie an Ihren Blutdruck. Ich bin auch gar nicht wütend. Im Gegenteil. Hervorragende Arbeit, Svenja. Offenbar ist es dir gelungen, alle Pokémon der Oblivia-Region einzufangen. Moment, Moment. Ich weiß genau, was man da sagt. Aber ich bin so aufgeregt, dass mir die Worte nicht in den Sinn kommen wollen.
herzlichen Glückwunsch zu deinem vollständigen Verzeichnis, sagt man da. Genau, herzlichen Glückwunsch zu deinem vollständigen Verzeichnis. Das ist eine tolle Leistung, nicht mal ich habe das geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Svenja. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist Oblivia um eine Legende reicher. Herzlichen Glückwunsch. Du bist einfach eine Wucht. Du kannst echt stolz drauf sein. Ja, ich habe immer fest daran geglaubt, dass du es schaffen kannst. Noch irgendwer? Herzliches Beileid zu deinem freihändigen Vermächtnis. Moment, das war jetzt aber nicht ganz richtig, oder? Wie oft wollen sie das jetzt noch sagen? Herzlichen Glückwunsch zu deinem vollständigen Verzeichnis, heißt das. Das ist eine echt unglaubliche Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer Gratulation. Fabelhaft, ich beglückwünsche dich wirklich von ganzem Herzen. Das heißt, dass du viele verschiedene Pokémon mit unterschiedlichen Wesenszügen und unterschiedlichen Gemütern besänftigen konntest. Das ist wirklich großartig. Herzlichen Glückwunsch, Svenja. Ranger, herzlichen Glühstrumpf. Gratulation. Was heißt denn wohl, dass wir auf dieser Kreuzfahrt auch das vollständige Verzeichnis von Svenja zu feiern haben? Svenja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Es war goldrichtig von mir, dich nach Oblivia zu entsenden. Herzlichen Glückwunsch, Svenja. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin echt froh, dass wir zusammen all diese Abenteuer erleben durften. Vielen Dank für alles, Svenja. Pichu! Pichu, Pichu! Yay! Ach ja. Vollständiges Verzeichnis heißt ja auch alle Aufträge, weil wir viele Pokémon nur im Rahmen der Aufträge bekommen. Dementsprechend kann man schon sagen, dass wir die Gegenwart jetzt zu 100% abgeschlossen haben. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit der Vergangenheit. Mal schauen, wie das so wird. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.